Im Leben hat man schon scheiße viel zu tun. Hier, deine Zeit, dich auszuruhen. Yay, 15 Minuten. Die Pflichten gegenüber deinen Freunden. Ach, das ist aber nicht viel. Ich kann ja auch keine Sau leiden. Ja, stimmt. Dann hier deine Arbeit. Fang. Und deine Hausarbeit. Sonstige Verpflichtungen, der Wocheneinkauf, die Steuer. Jetzt reicht's aber. Was ist denn das jetzt? Naja, scheinbar hast du da so ein komisches Hobby. Moment, warte, ich... Da bleibt ja zum Eierschaukeln nicht mehr viel Zeit, was? Was geht ab, Elite? Zeus hier! Heute mal wieder zu einem kleinen Hardcore-Vlog. Oh yeah! Letztens war ich mal wieder auf YouTube unterwegs und da hat mich ein Video zum Nachdenken gebracht. Und wenn wir alles wegrechnen, kommen wir auf ein Minus von 5 Milliarden Euro. Da bleibt nicht mehr viel, was? Und das, obwohl ich sogar 26 Stunden am Tag arbeite und das sogar am 30. Februar. Also bisher habe ich keinen Fehler gefunden. Also das war jetzt kein Julian Bam-Diss, das war lustig gemeint. Aber ich musste über mein Leben nachdenken, weil eigentlich ist es schon irgendwie krass. Denn jeder von uns hat seine Lebenszeit zu leben. Das ist eine Spanne von ganz wenig bis über 100 Jahren. Wir wissen also nicht, wie lange wir leben werden, aber wollen wir das auch überhaupt wissen? Ihr könnt ja mal hier oben abstimmen, ob ihr wissen wollt, wann euer Tod ist. Ich finde, das ist eine ziemlich schwere Frage, weil es hat Vor- und Nachteile, sowas zu wissen. Ah, oh, willst du wirklich wissen, wann du sterben wirst? Ja, ich muss es wissen. Bitte sag es mir. Na gut, sag uns, heiliger Julienko, wann wird es soweit sein? Ah, ich weiß es jetzt. Ja, wirklich? Wann ist es soweit? Naja, jetzt. Wie bitte? Wahrsagen kostet ja nicht mehr als 1000 Menschenleben. Helfen Sie jetzt. Aber gehen wir doch einfach mal davon aus, wir werden 80 Jahre alt. Was macht man in dieser Zeit? Sollten wir nicht jede Sekunde ausleben, das Beste draus machen? Unser volles Potenzial entfalten? Ja! Am Arsch! Nein, tatsächlich verbringt man schon mal mindestens ein Viertel damit zu schlafen. Das wären jetzt ungefähr 6 Stunden pro Tag. Ich weiß, manche schlafen mehr, andere weniger. Ein Viertel, das sind von 80, 20 Jahre, die wir verpennen. Und wenn wir in der Zeit wenigstens was Schönes träumen würden, meistens träume ich eher Sohnkäse. Seo, endlich wirst du heute dein erstes Mal haben. Bist du schon gespannt mit wem? Oh ja, ich freue mich schon. Gut, dann lassen wir das Schicksal entscheiden. Oh Gott, bitte, Milan Kulis. Oh, es ist Angela Merkel. Und dann wundern sich meine Kollegen, wenn ich morgens schlecht gelaunt bin. Eigentlich bräuchten wir doch für mich noch einen coolen Spitznamen, oder? Ziemlich passend wäre Arschforscher. Hä, passt? Ich meine, wieso? Wie kommst du jetzt darauf? Aber um zurück zum Thema zu kommen, wir verpennen also sehr viel. Ein Viertel unseres Lebens war also zur Potenzialentfaltung ein richtiger Miguel Pablo. Ja gut, dann haben wir ja noch 3 Viertel. Ist doch vollkommen perfekt. Was will man eigentlich mehr? Dann nutzen wir doch einfach diese Zeit, jede Sekunde, volles Potenzial. Am Arsch. 8 Stunden werden täglich durch Arbeit bzw. Schule gekillt. Und da kommt jetzt mein großer Schwachpunkt. Also so ein richtiger Schwachpunkt, sowas wie eine Achillesferse. Wäre dieser Schwachpunkt Super Smash Bros., was hätte ich 999% Schaden. Achtung, pass auf. Weil hier heißt es, wenn Arbeit für dich Zeitverschwendung ist und wenn du nur aufs Wochenende wartest, dann ist diese Arbeit für dich falsch. Ja super, dann muss ich ja nur meinen Traumjob finden. Das mache ich ja mit links. Moment, ich bewerbe mich gleich mal. Ja, am Arsch. Ich denke, es gibt nichts Schwierigeres im Leben, als eine Aufgabe zu finden. Die Schule streiche ich schon mal komplett weg, weil es war für mich schon immer die größte Qual. Prüfungen, Referate, Hausarbeiten, Sportunterricht. Und für den Scheiß werde ich ja nicht mal bezahlt. Aber auch bei der Arbeit tue ich mich schwer. Ich freue mich immer auf den Feierabend, wenn nicht sogar aufs Wochenende. Es sei denn, meine Arbeit hätte damit was zu tun. Jo, und was arbeitest du so? Ich bin Matratzentester. Ich schlafe auf Matratzen und bewerte sie dann von 1 bis 10. Das ist härter, als es aussieht. Hallo! Gehen wir also einfach mal davon aus, wir finden nie unsere Aufgabe. Und ignorieren wir auch mal die Rente, weil ich meine, in 60 Jahren gibt es sowas eh nicht mehr. Also sagen wir, ein Drittel von unserem Leben erfüllen wir mit leblosen Verpflichtungen. Ein Viertel plus ein Drittel sind... Oh Gott, Bruchrechnen. Okay, bekomme ich hin, Moment. Okay, gemeinsamer Nenner. Nein, Moment. Ja, ja, genau. 7/12 von unserem Leben sind absolute Katja-Krasse wie... Ich höre schon auf. Hallo! Okay, na gut, aber dann haben wir ja noch 5/12. Dann nutzen wir doch die so gut, wie es geht und erfüllen unser Potenzial. Am Arsch! Jetzt gibt's auch viele andere Zeitkiller, wie zum Beispiel einkaufen. Gehört das auch zu Ihnen? Ja, natürlich, genauso wie die anderen 200 Artikel auch noch. Mhm. Okay. Oh Mann. Okay, dann haben wir noch die Bahn. Ah, da ist eine Schneeflocke auf den Gleisen. Es kann also 2 bis 3 Stunden dauern, bis der nächste Zug kommt. Dafür spielen wir hier einen Song zur Beruhigung. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy now. Ich kotze gleich. Ich könnte noch viele weitere Beispiele bringen und das ganze Video über 10 Minuten strecken, um dann ganz viel Werbung drauf zu schalten. Moment. Aber wenn ich jetzt den ganzen Dreck abziehe, einschließlich Essen, Trinken, Duschen, Scheißen, alles drum und dran, was man so machen muss, um seinen Dreckskörper am Leben zu behalten, komme ich auf exakt 5,2 Minuten täglich für die volle Potenzialentfaltung. Diese sollten wir aber nutzen, so gut wie es geht. Du sagst, das ist doch viel zu wenig. Ich habe doch so viel im Leben vor, das schaffe ich doch nie. Aber nein, das ist alles eine Frage der Motivation. Und zusammen mit der Shia LaBeouf-Rede bekommen wir das schon gebacken und los geht's. Just do it, nothing is impossible. Just do it, yesterday you said tomorrow. Just do it, don't let your dreams be dreams. Oh, am Arsch. Ich war also am Boden zerstört und stellte folgende Gleichung auf. Endlose Qual der Zeitverschwendung und absolutes marionettenhaftes Dasein der zum Glück endlichen Spanne der Unzufriedenheit. Na, wenn das nicht motivierend ist, eine super Zusammenfassung, könnt ihr raustwittern. Ja! Doch als ich gerade das Handtuch werfen wollte,
kam die Rettung. Ich fragte den wohl coolsten YouTuber aller Zeiten um Rat. Emanu, was ist der Sinn des Lebens? Du klingst so lustig. Ach, ist der Sinn etwa, irgendwie das Beste draus zu machen? Du sagst, man kann das Leben sehr wohl genießen, auch wenn man nicht dauernd das machen kann, was man machen möchte? Man sollte bescheiden damit sich selbst werden und dankbar dafür sein, was man hat? Ach, und man muss meinen Kanal abonnieren. Also davon wusste ich gar nichts, aber wenn du das sagst. Nein, sehr oft neben bekomme ich das Gefühl, ich müsste mich eigentlich klonen, um alles zu schaffen, was ich schaffen möchte. Aber immer wenn ihr sowas schreibt wie, mach doch mal eine Pause und stress dich nicht so sehr mit YouTube. Denke ich mir so, aber ich stress mich doch ganz gern. Niemand zwingt mich zu etwas. Ich möchte das ja. Ich möchte arbeiten, um Geld zu verdienen und mir davon was zu kaufen. Und selbst wenn ich sinnlos auf den Zug warte, denke ich halt über mein bisheriges Leben nach. Und im Nachhinein sind Momente, die man früher verflucht hat, einfach jetzt nur noch lustig. Oder man ist stolz darauf, dass man die Zeit durchgestanden hat, ohne aufzugeben. Denn die Wahrheit ist, jede Zeit, die wir haben, ist Leben. Mein Leben und unser Leben, dein Leben. Du lebst jetzt gerade und das ist doch eigentlich ziemlich geil, oder? Dein CEO. Können Sie sich bitte beeilen? Oh, jetzt habt ihr es zweimal eingescannt. Ich hol schnell den Filialleiter. Oh Mann! Willkommen in Card für letzten Hardcore-Vlog hier drüben klicken. Da ging es so ein bisschen um Hater-Kommentare oder generell, wenn man Kritik bekommt, wie man sich dabei verhält. Däumchen wäre ein Träumchen, dann würde ich sagen, sieht man sich wieder am Samstag. Bis dann noch viel Spaß auf YouTube und eine geile Zeit. Ciao! So. Dann bin ich raus. Dann bis dann. Juhu. Das Coole ist, ich habe im ganzen Video keine Hose angehabt. Juhu.